Der Bericht des Direktors der US-Geheimdienste ist am 25. Juni 2021 erschienen. Es ist ziemlich genau das, was ich erwartet hatte, jedoch sind einige spannende Stellen drinnen und die möchte ich mir heute genauer mit euch ansehen. Den Bericht verlinke ich unten in der Beschreibung des Videos. Wenn du auch in Zukunft immer auf dem letzten Stand der Dinge in der Raumfahrt sein möchtest, dann abonniere doch jetzt Mars Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Und wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und mich dort mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Das hilft mir dabei, mehr und besseren Content für euch zu produzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn du mein erstes Video zu diesem Thema noch nicht gesehen hast, dann empfehle ich dir, dieses Video zuerst anzusehen. Ich verlinke es hier in der Infobox. Der Bericht hat 9 Seiten. Ich habe die wichtigsten Stellen für euch zusammengefasst, aber vorher möchte ich, dass ihr versteht, woher dieser Bericht kommt bzw. wer ihn geschrieben hat. Herausgeber des Berichts ist das Office of the Director of National Intelligence, zu Deutsch etwa Direktor der nationalen Geheimdienste, auch Geheimdienstkoordinator genannt. Also jene Behörde, welche die Umsetzung der gesamten US-Geheimdienststrategie zur Aufgabe hat. Das bedeutet, dass diese Behörde das große Gesamtbild zu sehen bekommt, da sie vermutlich Zugriff auf die Daten aller US-Geheimdienste hat. Teil der sogenannten Intelligence Community oder kurz IC sind 17 Geheimdienste, darunter der CIA, das FBI, Homeland Security und die DEA, die ihr vielleicht aus der Serie Breaking Bad kennt. Aber auch die Geheimdienste der Küstenwache und der Air Force sind da dabei. Ich nenne jetzt nicht alle, sonst werden wir nicht fertig hier. Wer will, ich verlinke die Seite der IC unten in der Beschreibung des Videos. Da findet ihr auch zu jedem Geheimdienst eine kurze Beschreibung mit ihren Tätigkeiten. Worauf ich hinaus will, ist, dass hier keine Verschwörungstheoretiker oder Internet-Trolls am Werk waren. Der Bericht ist also durchaus ernst zu nehmen. Das Budget der IC für das vergangene Jahr liegt bei knapp 63 Milliarden US-Dollar. Das entspricht etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Sachsen-Anhalt oder Oberösterreich. Die haben da schon ihre Möglichkeiten und Ressourcen, will ich damit sagen. Zurück zum Bericht. Wir sind ja noch nicht mal beim Titel angekommen, aber das war jetzt wichtig fürs Verständnis. Lass dem Video doch gerne einen Daumen hoch da, wenn du das noch nicht gemacht hast, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass Raumfahrt kein Untergrund, sondern ein breitentaugliches Thema ist. Der Titel des Berichts ist Preliminary Assessment – Unidentified Aerial Phenomena. Das Wort Preliminary kann mit vorläufig, vorbereitend oder einleitend übersetzt werden. Deswegen sage ich jetzt einmal einleitende Einschätzung unidentifizierter Phänomene in der Luft. Auf gut Deutsch, das ist erst der Anfang. Wir werden in Zukunft vermutlich viel mehr darüber erfahren. Aber was steht jetzt in diesem Bericht? In dem Bericht wird davon ausgegangen, dass Sensoren, die diese UAP aufzeichnen, in der Regel korrekt funktionieren. Einige UAP könnten aber auch auf Fehlfunktionen von Sensoren zurückzuführen sein. Die zur Verfügung stehenden Daten werden weiterhin gesammelt und reichen bis November 2004 zurück. Die Zusammenfassung beginnt damit, dass festgehalten wird, dass aufgrund der qualitativ meist ungenügenden Bilder keine eindeutigen Aussagen getroffen werden können. Daher wurde ein einheitlicher Prozess für das Reporting eingeführt, um es einfacher zu machen, Brauchbares von unbrauchbarem Material zu trennen. Eines kann in der Zusammenfassung eindeutig gesagt werden: Es muss sich um physische Objekte handeln, da diese Dinger mit verschiedenen Sensoren erfasst werden. Darunter Radar, Infrarot- und elektrooptische Kameras, Waffenerkennungssysteme und visuelle Beobachtung durch Menschen. Die ungewöhnlichen Flugeigenschaften, die einige der UAP an den Tag gelegt hatten, werden damit erklärt, dass es sich dabei um fehlerhafte Sensorik handelt. Jedoch bedürfen diese Vorfälle einer genauen Aufklärung. Vermutlich gibt es mehrere Arten von UAP, die jeweils einer eigenen Erklärung bedürfen. Die Datenanalyse unterstützt die Annahme, dass aufgeklärte UAP-Vorkommnisse in eine der folgenden 5 Kategorien fallen. Airborne Clutter bedeutet nichts anderes als Müll in der Luft. Diese Kategorie schließt aber auch Vögel, Ballons, Plastiktüten und private, unbemannte Flugzeuge mit ein. Natürliche atmosphärische Phänomene. Hier könnte die Bildung von Eiskristallen oder ähnlichem für die Erscheinung von UAP sorgen. Die dritte Kategorie wird USG genannt und steht für US Industry Developmental Programs und heißt auf Deutsch etwa industrielle Entwicklungsprogramme der Vereinigten Staaten. In Wirklichkeit heißt das, dass es sein könnte, dass eine US-Behörde, Geheimdienst oder ähnliches eine Technologie entwickelt hat und sie testet, ohne dass es jemand weiß.
würde auch erklären, warum sie sich ständig im Luftraum der Amis aufhalten. Genau für diese Kategorie konnten sie ganz zufällig keine Beweise finden. Ganz zufällig. Diese Kategorie gibt es auch für das US-Ausland. Hier wird es dann Foreign Adversary Systems, also quasi gegnerische und ausländische Systeme genannt. Als gegnerische Länder werden China und Russland namentlich genannt. Alle anderen Länder werden mit Other Countries oder andere Länder zusammengefasst. Die letzte Kategorie ist einfach der Ordner mit der Beschriftung Sonstiges. Hier werden UAP eingeordnet, die nicht erklärbar sind. Aber ich denke, genau das wird der interessante Ordner werden in Zukunft. Es wird explizit kommuniziert, dass jeder dieser Erscheinungen als Bedrohung zu sehen ist, solange nicht klar ist, worum es sich genau handelt. Egal in welche Kategorie ein UAP fällt, in jedem Fall ist es eine Bedrohung, wenn ein Unternehmen, ein Land oder ein anderer Planet unbemerkt eine Technologie entwickeln kann, von der niemand etwas weiß, und dann hängen diese Geräte ohne Genehmigung vor der Küste der USA herum. Wie erwartet, wird gleich am Ende der Seite 3 ein Appell an die Politik gerichtet. Sie brauchen weitere Investments. Begründet wird es damit, dass die Analyse der Daten eine ressourcenintensive Arbeit ist. Jedenfalls wurden die meisten Daten noch nicht ausgewertet. Eine dieser Erscheinungen konnte als großer Ballon entlarvt werden. Obwohl es aufgrund der limitierten Datensätze noch zu früh ist, um genaueres zu sagen, sind einige UAP besonders im Hinblick auf ihre Größe, Form und vor allem wegen ihres Antriebs aufgefallen. Weiters wurden die meisten UAP in Trainingsgebieten des Militärs gesichtet. Das ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass dort einfach viel Personal und Equipment ist. In diesem Bericht wird auch angemerkt, dass einige UAP mit unvorstellbaren Geschwindigkeiten unterwegs sind. Dass sie sich gegen den Wind bewegen, abrupte Bewegungen machen und das alles ohne sichtbaren Antrieb. Hier wird wieder darauf hingewiesen, dass mehr Personal und Geld zur Analyse weiterer Daten notwendig sein wird. Ich hoffe doch, dass der Kongress diese Gelder genehmigt, damit wir mehr erfahren können in Zukunft. Die UAP Taskforce des Pentagons arbeitet daran, weitere Systeme und Prozesse zu entwickeln, die das Sammeln von Daten zu diesen UAP einfacher machen sollen. Unter anderem werden Algorithmen eingesetzt, die alte Datensätze durchschauen und versuchen, derartiges zu finden. Also kurz, es ist nicht wirklich was Neues dabei. Aber wir haben jetzt die offizielle Bestätigung, dass die US-Behörden die Existenz von außerirdischem Leben bzw. außerirdischer Technologie nicht ausschließen. Ich muss schon sagen, allein dass dieser Bericht an keiner Stelle geschwärzt ist, ist schon grandios. Aber andererseits, all das habe ich mir selbst auch hergeleitet. Was aber sehr gut ist, ist, dass sie in dem Bericht um mehr Ressourcen bitten. Und da das Interesse an dem Thema nun geweckt ist, wird sich der Kongress sicher dazu hinreißen lassen, für ihre nationale Sicherheit einige Millionen oder sogar Milliarden US-Dollar locker zu machen. Ich finde es nicht nur wegen der irdischen und nationalen Sicherheit wichtig, sondern auch aus wissenschaftlicher und neugieriger Sicht wichtig, sich mit dem Thema der Außerirdischen zu beschäftigen. Denn statistisch gesehen können wir gar nicht alleine sein im Universum. Und ganz ehrlich, wenn wir nicht alleine sind, möchte ich kein schlechter Nachbar sein. Und was erwartet uns jetzt? Ich denke mal, dass wir abwarten und Tee trinken müssen. Bald werden sich die ersten Politiker dazu äußern und sobald klar ist, ob und wie viel Geld es für das Thema der UAP gibt, werde ich euch wieder auf den neuesten Stand der Dinge bringen. Bitte halt auch du deine Kamera bereit, falls du einem UAP über den Weg läufst. Unbedingt ein Foto machen und an Mars-Chroniken schicken. E-Mail-Adresse in der Beschreibung des Videos oder auf meiner YouTube-Seite. So, meine Lieben, an dieser Stelle war es das wieder von mir. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald in einer anderen Dimension.